So, liebe Leute, heute packen wir den Garmin-Vektor zweimal aus. Ich bin ganz aufgeregt, ich habe sowas noch nie gemacht. Und zwar möchte ich mein Training optimieren und muss dafür natürlich wissen, wie viel Leistung ich auf die Pedale bringe. Dafür habe ich mir dieses Wattmesssystem geholt. Schauen wir mal rein. Das sieht sehr, sehr professionell aus. Wir haben zwei Pedale, wo meine Rennradschuhe reingeklickt werden können. Und wenn ich das richtig verstehe, dann kommt das hier quasi noch mit rein und wird dann ins Fahrrad eingeschraubt in die Kurbel. Was haben wir noch? Wir haben das natürlich zweimal. Wenn man das zweimal hat, kann man nämlich die Dysbalancen im Bein messen. Und dann haben wir noch eine kleine Anleitung und diverse Schräubchen. Und Platten, die unter die Schuhe kommen. Ja, und natürlich die Anleitung. Und das ist der Connector, damit ich wahrscheinlich mit meiner Garmin-Uhr sprechen kann. Also mit meinen Füßen mit der Garmin-Uhr sprechen können. Ja, das sieht doch ganz professionell aus. Das baue ich nachher gleich mal ein. Danke.